Seid gegrüßt, liebe Freunde. Hier ist MD Vegan mit einem leckeren neuen Rezept für euch. Heute habe ich Lust auf eine Zucchini-Suppe. Ich habe noch so eine schöne Zucchini da. Das ist eine kürbisförmige Pflanze. Ihr kennt die Zucchini alle. Die habe ich klein geschnitten. Nur den Strunk groben abgemacht. Und sonst lasse ich alles dran. Er hat wunderbare Eigenschaften. Man kann ihn so vielfältigerweise in der Küche verwenden. Vor allem in der Rohkostküche. Weil hier, das ist so ein bisschen schwammartig. Dieses Fleisch von der Zucchini, die ist so, das ist so wie ein Schwamm und man kann daraus richtig Teigwaren machen. Da gibt es tolle Rezepte, an die ich mich heranmachen möchte, künftig. Also super für solche kuchenartigen Sachen, Biskuitrollen und sowas. Die Zucchini ist da wirklich ganz, ganz zukunftsweisend. In Libanon und in diesen südlichen Ländern ist die auch sehr beliebt. Bei uns ist sie auch beliebt, ja, gibt es aber eher als bei der Vorspeise dabei, angebraten oder sowas. Und man kann damit aber auch leckere Suppen machen. Die hat einen sehr neutralen Geschmack, so ein bisschen gurkenähnlich. Passt deshalb auch zum Dill. Deshalb möchte ich auch heute eine Dillsuppe machen daraus. Also eine Zucchini-Suppe mit Dillgeschmack. Dann nehme ich noch einen Sellerie dazu. Macht es ein bisschen salzig. Ich habe ein bisschen eine kleine salzige Note. Ich fange Sellerie, eine Zucchini. Um es cremig zu machen, habe ich ein bisschen Cashewkerne und ein bisschen Sesam. Habe ich beide ganz gerne als zum Andicken von Suppen. Man kann auch Avocado nehmen oder andere Dinge. Ja, erstmal jetzt heute Cashews und Sesam. Und als Gewürze nehme ich wieder Salz und Pfeffer. Hier habe ich mal Himalaya-Salz, wo sehr viele Mineralien drin sind. Da roter und schwarzer, also rosa und schwarzer Pfeffer. Da habe ich die ganzen Körner, das macht der Mixer kein Problem. Eine Knoblauchzehe kleine. Ein bisschen Dill, habe ich getrockneten, heute will ich keinen frischen Dill da. Und ein bisschen Cayennepfeffer, um es ein bisschen würzig zu machen, ein bisschen Pep dem zu geben noch, einen kleinen Kick. Nicht zu viel, ganz wenig, wie ihr seht, nur ein paar Stäubchen eigentlich nur. Jetzt wird es sehr schnell zu scharf. Und ein bisschen Zitronensaft habe ich ausgepresst. Das könnte ein bisschen viel sein, zu einer halben Zitrone, ein kleines Espresso-Tässchen voll. Ich glaube erstmal davon ich nur ein bisschen. Und wenn ich nachher merke, das ist genug oder zu wenig, dann nehme ich nur ein bisschen mehr. Ah ja, Wasser kommt noch dazu. Erstmal kommen die Zucchini rein, schön ganz nach unten. Mit den Cashews, den Sesam. Wenn ihr jetzt nicht so einen starken Mixer habt, das ist hier ein Hochgeschwindigkeitsmixer, dann könnt ihr auch den Sesam zuerst mit ein bisschen Flüssigkeit unten fein machen. In diesem Mixer ist es eigentlich kein Problem. Sellerie kommt rein, das wird auch so klein, ganz fein. Und die Gewürze, Salz und Pfeffer, Knoblauch, Chili oder Cayenne und Dill. Ach ja, die Zitrone, genau. Von der halben Zitrone mal die Hälfte erstmal zum Beginn. Hälfte der Zitrone. Viertel Zitrone also. Bisschen Wasser, auch nicht zu viel, weil nachher auch noch ein bisschen Geschmack nach Belieben noch ein bisschen feiner machen. Wenn es nachher zu fein ist, kann man es nicht mehr dick machen. Dann ist es zu spät. Also ein bisschen weniger anfangen und schon geht's los. Dazu, ja. Und wie schmeckt. Wow. Ach, toll. Der Geschmack ist klasse. Also nicht mehr Zitrone. Moment, jedenfalls nicht. Manche mögen es schon so cremig. Ist ein bisschen dick. Ich finde, die Suppe sollte ein bisschen dünner sein. Und das ist genau die richtige Würze. Ich mache noch ein bisschen mehr Wasser rein. Ja schon, um das Wasser ordentlich unterzumischen. Jetzt sieht es so aus, wie es mir gefallen würde. Also die ist wirklich erste Klasse, erste Sahne. Die solltet ihr probieren. Ich zeige euch mal ein kleines Gläschen voll mit dieser Suppe.
wie die reinfließt. Schaut mal zu. Na, ist das ein Gedicht? Ist das ein Süppchen? Wow! Ich sage nur eins. Guten Appetit mit der leckeren Zucchini-Cremesuppe. Bon Appetit, wohlbekommst, frohen Herzens genießen. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, kriegt ihr jeden Tag ein neues Rezept. Und, ach, so eine Kleinigkeit noch. Es kann sein, dass ihr ein bisschen stehen bleibt, wenn ihr Sesam vor allen Dingen, wenn ihr Tahin nehmt, könnte es ein bisschen anders sein. Beim Sesam, wenn der ungemahlene reinkommt, kann das sein, dass er ein bisschen aufgeht, noch, dass es noch ein bisschen dicker wird. Dann könnt ihr entweder ein bisschen weniger Sesam nehmen, ein bisschen weniger Cashewnüsse oder ein bisschen mehr Wasser. Wenn ihr mehr Wasser nehmt, dann ist der Geschmack natürlich ein bisschen zurückgenommen, wird er ein bisschen aufgedünnt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also wie gesagt, nur kleine technische Hinweise noch. Jedenfalls, die Suppe ist so toll, so einfach. Ich bin ganz froh, die heute essen zu dürfen. Ihr vielleicht auch demnächst oder heute noch. Bis bald. Abonnieren nicht vergessen. MD Vegan auf YouTube. Jeden Tag ein neues Rezept.